Hallo, ich bin Anja Gebel. Ich arbeite für Mediale Pfade und für 14 Kilometer. Ich habe eben eine Session vorgestellt zum Munadhara.com. Also das ist eine offene arabische Debattenplattform, Online-Debattierforum, wo Jugendliche Videos hochladen können, in denen sie für oder gegen ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Frage argumentieren. Und es werden eben verschiedene Debattenzyklen auf dieser Plattform veranstaltet, durch die dann Gewinner ausgewählt werden sollen, die am Schluss in einem Live-Event vor größerem Publikum mit politischen Entscheidungsträgern diskutieren. In der Session gab es vor allem super viele Fragen, also es war ein sehr großes Interesse da und ich habe also sehr viel über die Plattform erklärt. Wir haben uns die auch ein bisschen angeguckt, angeschaut, wie die Videos so aussehen, wie das funktioniert, wenn man da so ein Video hochlädt. Mit der Übertragung in den deutschen Kontext war es jetzt nicht ganz so einfach. Es wurde die Frage geäußert, ob vielleicht sowas nur aufgrund des Wettbewerbs vielleicht nur für rhetorisch versierte Leute offen steht. Es wurde gefragt, ob es vielleicht sein könnte, dass deutsche Jugendliche besonders schwer zu motivieren sind, wegen einem Überangebot an Möglichkeiten, sich frei zu äußern, was vielleicht in Tunesien jetzt bisher noch nicht der Fall war. Man könnte es aber genauso gut auch umgekehrt betrachten, ne, dass halt aufgrund der diktatorischen Vergangenheit in Tunesien es also bisher eher ungewohnt war, sich mit einem Video und seinem Namen also im Internet zu präsentieren und seine Meinung ganz frei zu äußern, dass es hier eigentlich viel weniger Hemmschwellen für sowas gibt. Also das wurde so ein bisschen diskutiert und ganz zum Schluss haben wir auch überlegt, was es für deutsche Initiativen gibt, also zum Beispiel Jugend debattiert, was eher so ein bisschen elitär ist und mit relativ wenig jugendlicher Beteiligung stattfindet, also diese Auswahlprozesse. Dann wurde hingewiesen auf makeapoint.co, was wohl, also ist noch in the making, aber soll wohl eine Plattform sein, in der über Videos argumentiert wird und Debatten stattfinden. Das waren also noch ganz interessante Hinweise. Ja, und man könnte zum Beispiel auch versuchen, im Rahmen des Jugendforums vielleicht auch so eine öffentliche Veranstaltung dran zu hängen, wo dann Jugendliche aus dem Forum, die dort schon teilgenommen haben, mit Politikern dann tatsächlich öffentlich auftreten. Also das war noch so eine Anregung zum Schluss, über die man vielleicht noch näher nachdenken könnte.